Die alten Zeiten kommen zurück. Das ist das Problem, dass keiner begreift, dass wir mitten im Wald sind. Kommen die nicht zu uns? Ich habe die noch nie von hinten gesehen. Masken ab! Masken ab! Masken ab! Masken ab! Masken ab! Mensch, die gucken nicht mal rüber. Wir machen ja alles, was wir können, aber wir kriegen einfach keine Aufmerksamkeit von der Polizei. Ich brauche sie doch inzwischen. Ich kann doch nicht mehr ohne. Ich brauche ein bisschen Aufmerksamkeit zwischendurch. Keine Musik erlaubt im Park. Nicht in der Lautstärke. Na gut, ich mach leise. Na, wir sind hier in Berlin, 8:45. Ist ja schon zapfenstreich. Ja. Wir sollen schon ins Bettchen hier. Die alten Zeiten kommen zurück. Ja, KitKat on Tour hier. Und demnächst auf der Freedom Parade. Wir kennen uns doch, oder? In 2 Wochen gehen wir wieder durch die Stadt. In 2 Wochen geht's wieder durch Berlin. Was war das? What the fuck? Krieg ich auch einen Stick auf den Arsch? Ja, klar. Okay. Da machen wir eine Abstimmung, welcher am Ende heißer ist. Genau. Na, was hat dich eigentlich hierher geschlagen heute? Feiern. Einfach feiern? Einfach feiern. Kannst du gut feiern heute? Ja. Wo? Bei uns? Ja. Handparade war nur mit Maske, ne? Hä? Handparade war nur mit Maske feiern, was? Hast du dann getragen. Ja, wir kämpfen dafür, dass wir die Masken in Zukunft mal weglassen können. Ja, dann lass ich sie weg. Sehr gut. Bei uns kannst du weglassen. Ne? Sieht auch viel schöner Gruß. Aus. Grüße der Schrift. So, 20 nach, ja, die 10 Minuten sind rum, ne? Ja, das Licht ausmachen. Ja, wir fahren nach Hause, das ist gut. Nee, das Ding ist jetzt auch sicher. Ach nö. Die Zeit ist nicht eingehalten. Was? Die 10 Minuten sind jetzt genau rum. Wir haben extra einen Timer. Das haben wir auf Video. Ja. Wir haben 10 Minuten gesagt. Die 10 Minuten sind jetzt rum, wir gehen jetzt nach Hause, okay? Genau. Komm. Ja, aber warum schaffen Sie es denn nicht innerhalb dieser 10 Minuten? Ist die 10 Minuten gerade rum? Jetzt ich stand gerade dahin. Ja, doch. Wir gehen jetzt. Wir müssen das ja auch genau ausreizen. Ja, dann los. Ja, danke, tschüss, schönen Abend noch, schönen Feierabend. Wir müssen auch mal rum, dann mal. Nee, war meine Kleine. Müll mitnehmen. Ja, Leute, wir müssen jetzt los. Die Box wird doch nicht eingesagt, danke dafür. Aber dann wollen wir jetzt auch es nicht übertreiben und dann auch gehen. Ciao, ciao, ciao. Ach, das ist...
ist ja ein öffentlicher Platz, oder? Bitte? Ist ja ein öffentlicher Platz. Machen Sie bitte die Musik aus. Es sind überhaupt keine Studien darüber, dass die Maßnahmen irgendwas bringen. Nach 18 Monaten können die da nichts vorlegen. Und an der frischen Luft kann man die sowieso nicht anstecken. Das sagen Aerosolforscher. Das ist mit der Maske kann man keine Viren aufhalten. Die technischen Daten sind nicht gut. Also es ist ein Quatsch. Und sie haben eine Demonstrationspflicht. Und wenn hier Quatsch gemacht wird, dann müssen sie dagegen was sagen bei ihrem Vorgesetzten. Haben sie die Pflicht zu. Jetzt Sie bitten, die Abstände einzuhalten oder eine Maske? Das ist meine Partnerin. Da halte ich gar keine Abstände ein. Haben Sie einen Ausweis dabei? Endlich die Polizeikontrolle, endlich. Wir haben so lange drauf gewartet heute. Wir haben heute. Aber auch alles getan, dass das hier funktioniert. Nee, ohne euch wäre es ja doch langweilig. Sind Sie dafür Polizist geworden? Unter anderem, wenn die Regierung das möchte, dass wir das durchsetzen, dann tun wir das. Und die Regierung hat immer recht. Ja? Einfach nur Befehle, ist das das? Befehle ausführen? Macht man sich nicht mal selber Gedanken drüber? Das Bild ist eine Waffe, ich wüsste es. Die Box ist eine Waffe. I've got to break free. God knows I want to break free. Ja, wir sind auf dem Drachenfelsen, Drachenberg. Die Stufen hier hoch haben wir noch die Musik gehört, haben uns schon gefreut, jubelnde Leute. Plötzlich ging die Musik aus, wir haben uns schon gefragt, wieso. Jetzt wissen wir es. Polizei ist mal wieder da, genauso wie gestern Abend. Obwohl wir noch gar nicht hier waren. Obwohl wir nicht da waren. Ey, ist das wieder die gleiche Beamtin? Also irgendwer hat sich belästigt gefühlt, natürlich wie immer. Der Fuchs oder der Hase? Ist völlig egal, die wollen uns das nicht sagen. Und jetzt gibt sie ihre Daten her und das irgendwie das nächste Mal, wenn die kommen müssen, ist die Anlage weg. Ja, meine ist auch gestern eingezogen worden wieder. Haben Ihre Freude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir müssen tanzen. Unsere Lebensfreude aufrechterhalten. Tanz um dein Leben. Gib dich doch mal eine Pose. Tiefer. 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 Tiefer, ja. Ja, nein, tiefer. Ey, das sind die von gestern Abend. Das ist die 22. Die unsere Box noch haben, ja. Ne? Ja. Ja, ist Ihnen das selber peinlich, was Sie machen hier, oder? Jeden Tag eine Soundbox. Ich hab's Ihnen gegenüber gesagt. Das ist hier die Soundbox-Spezialeinheit, glaube ich. Die jagen hier die Musik durch die Stadt, die 22er. Ja? Also, gegen welches Gesetz verstößt ihr denn? Einfach eine angemeldete Zusammenkunft von 60 Personen. Paragraphen bitte, konkret. Landeswaldgesetz, die Nutzung des Waldes. Und welcher genau bitte? Darf nicht ich konnte jetzt akustisch nicht wahrnehmen, welcher Wald, Paragraph genau, auf welchen Paragraphen es genau der Wald darf nicht außer Gebühr beansprucht werden. Und außerdem haben wir mit Sonntagsruhe, kommt auch noch dazu. Und es schallt laut Anwohnerbeschwerden, die wir jetzt bekommen haben, vom Drachenberg. Deshalb war jetzt die Idee, Geigenmusik, die wir eben hatten, leise Geigenmusik, das ist ja nicht verboten im Wald, oder? Ja. Moment, wir können das doch ausklingen lassen. Nein. Mit leiser Geigenmusik. Ist leise Geigenmusik im Wald verboten? So, wenn Sie mir dieses Gesetz gerne bitten, freiwillig sozusagen das einzusehen. Aber er verstößt dann gegen Gesetz.
Ich sehe wieder was aufgebaut, ich sehe Kabel, es wird immer eskalieren wie jede Nacht, das ist das Problem und keiner warscht, das ist das Problem. Aber es geht doch darum, Problem zu lösen. Genau, nicht es im Wald. Zu laute Suchen Musik? Sie sich eine andere Ortigkeit. Es ist zu laute Musik. Ja, aber es ist nicht verboten, im Wald Musik zu machen. Doch, das ist verboten. Im Wald Musik ja, zu machen? Ja, das ist verboten, das kann ich Ihnen sagen. Die Suche nach dem Wort Musik im Landeswaldgesetz ergab keinen Treffer. Stattdessen erlauben wir uns auf Artikel 17 zu verweisen, das Benutzen des Waldes mit durch Motorkraft angetriebenen Fahrzeugen ist untersagt. Das gleiche gilt für das Abstellen von Fahrzeugen aller Art. Machen Sie das mit vielen Menschen so, dass Sie sich einfach so umdrehen und weglaufen? Also wir können jetzt hier nur stundenlang rumdiskutieren. Fakt ist, hier heute findet nichts statt. Das ist das Einzige. Ich würde Sie bitten, einfach jetzt langsam zu gehen. Weil es ist weit genug, es ist kein Event hier oben. Es ist ein Aussichtsplatz, den kann man mal zu zweit genießen, aber nicht mit 100, 200 Leuten. Wir sind keine Demonstrationen löschen. Also lassen Sie uns einfach zufrieden. Wir sind Bürger und wir dürfen uns draußen bewegen. Aber nicht im Wald. Wo ist denn hier Wald, mein lieber Freund? Wo ist denn hier? Ich such die Bäume. Ich kann die Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ja, wir sind hier im Wald. Das ist das Problem, dass keiner begreift, dass wir mitten im Wald sind. Das tut mir leid. Das nee, das war ich auch nicht. Ein Männlein steht im Wald. Es ist keine Event-Location hier oben. Es ist kein Techno-Club. Es ist Wald. Ja, Wald. Hier gelten die Waldgesetze.